Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher MMOGA.de. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu Frag den Elishami. Bei mir ist heute Leeds von For the Horde. Hallo. Ja, hallo, servus, Venjen. Wie geht's euch? Du bist so eine richtige Frohnatur, habe ich den Eindruck, als du schon ins Voice gekommen bist, oder? Bist du gut drauf heute, ja, oder bist du generell immer so? Nein, immer, keine Ahnung. Ich finde das. Ja. Ich bin immer in Action, wenn ich am Rechner bin. Ich mag das nicht, wenn man da im Ventrilo hockt und sich dann anschweigt im Channel. Tim. Ja. Ist ja auch nicht schlecht, ne, sag ich mal, von daher. Ja, wir kümmern uns heute mit dir um den Elementarschaman und ja, vielleicht kannst du uns erstmal was über dich erzählen. Also, wie alt bist du, wie lange bist du bei For the Horde, wie lange spielst du schon Ele-Schamane, sowas? Jo, ich heiße Moritz, bin 20 Jahre alt, wohne in München. Ele-Schami spiele ich halt an sich jetzt eigentlich erst seit 2, 3, 4 Monaten, weil ich halt im Cutter Progress dann auf Ele gewechselt habe. Ich habe WOTLK Enhancer gespielt und bin dann Ende WOTLK, so Lich King, also nach Lich King Halion, zu FTH gegangen. Davor war ich bei Unleash, das ist auch auf dem Blutkessel gewesen, war damals eine recht gute Gilde, ist mittlerweile aber nicht mehr gut und gibt es auch jetzt nicht mehr. Und, so, ach, gibt gar nicht mehr, ja. Ich dachte, die wären vielleicht auch so eine zweite Klasse Gilde, wie ich es mal nennen, wie wir geworden, die halt sagt, ja, wir raiden noch ein bisschen gechillt, aber ne. Nee, da hab ich dann, nachdem ich geliefert bin, ist dann noch halt, ja, der eigentliche Kopf der Gilde hat halt aufgehört mit WoW und ja, dann ging da nichts mehr in Kataklysm. Wir haben es dann noch probiert und jetzt sind halt ein paar bei Me, ein paar bei Thanatos, Petas oder so. Und ja, wie sich das halt so auflöst. Verstreut. Ja, genau. Okay. Ja, die erste Frage ist direkt eine coole Frage, weil die können wir nämlich sehr gut beantworten, wann nämlich endlich der Verstärker-Schamane drankommt. Das wirst du auch machen. Also ich werde irgendwann die Woche quasi die Fragen für die Verstärker raushauen und du wirst sie dann direkt beantworten, ne? Ja, genau. Ich hoffe, ich kann mich heute hier beweisen, dass ich nochmal ran darf. Und ja. Und dann wird es das geben. Ich denke schon. Ja, also Orina, für Verstärker-Schamanen, das ist dann das nächste, ist direkt am Horizont, das macht Leeds einfach mit. Space Toast hat die nächste Frage. Welche Stats sind die wichtigsten für einen Ele-Schamanen? Meine Stats wie Tempo, Crit und so weiter und so fort. Kommen wir dazu vielleicht erstmal und vielleicht auch, dass du erklärst, in welche Richtung du immer reforgen würdest. Jo, also es gibt halt, ne, das Wichtigste ist natürlich immer das Hitcap, das ist bei Horde 1742 Trefferwertung, also das Trefferwertungscap, das geht ja auch durch Willenskraft, durch euer Talent. Bei Allianzseite müsste es glaube ich 1640 oder so sein, ich habe das vorher irgendwie am Rechner kurz eingetippt, weiß ich nicht ganz genau, wenn man halt Trainer ist. Und der nächstwichtigste Stat ist Tempo und der ist halt, ja, viele sagen Tempo ist das Wichtigste. Größer als Mastery. Ich bin der Meinung, dass es eher andersrum ist. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Haste. Also Tempowertung ist gleich Meisterschaftswertung. Und das Schlechteste ist Crit. Und den solltet ihr auch beim Umschmieden direkt mal entfernen. Crit auf jedem Item. Und dann natürlich erstmal gucken, dass ihr das Trefferwertungscap erreicht. Ist halt super wichtig, dass ihr halt... Ich habe halt viele gesehen im Arsenal, die sockeln direkt mal überall 40 Trefferwertung rein und schmieden dann aber halt keine Trefferwertung her. Das ist natürlich schlecht, weil ihr dadurch dann ganz schön viel Intelligenz verliert und Intelligenz ist mit Abstand der wichtigste Stat halt von eigentlich jedem Caster mittlerweile in Kataklysm. Solltet also quasi ihr halt lieber irgendwie Crit wegreforgen und dann in Sockeln, ja. Genau, ihr solltet immer probieren, euer Trefferwertungscap durchs Umschmieden zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Also das ist wirklich super wichtig. Ganz oft sehe ich halt im Arsenal Leute, die könnten halt allein durch solche Sachen viel mehr Damage machen und wissen das aber einfach irgendwie nicht. Deswegen, ja, das ist sehr wichtig. Ja, dann die nächste Frage von Space Toast auch, ob du was zur Ele-Schamanen Rota sagen könntest. Also Rota gibt ja jetzt an sich nicht wirklich, weil man ja einen Cooldown-Reset auf seine Lava-Eruption haben kann, also dass sie früher wieder bereit ist, als der eigentliche Cooldown ist, durch euren Flammenschock-Tick. Und deswegen gibt es eine Prioritätenliste und die ist halt wie folgt, dass ihr zuerst immer guckt, dass euer Feuertotem steht. Also Verbrennungstotem stellt ihr ja in der Regel und kurzzeitig euer Feuerelementar.
Das ist halt auch wichtig, weil ihr natürlich durch euren 10% Zaubermacht-Buff dem Raid dann sehr dienlich seid. Und das ist halt auf jeden Fall super wichtig, dass das immer steht. Ganz, ganz wichtig. Danach müsst ihr gucken, dass immer euer Flammenschock auf dem Ziel ist. Und wenn der drauf ist, dann macht ihr immer die Lava-Eruption, wenn die bereit ist. Und jetzt kommt das einzig Komplizierte am Elementarschaman. Ihr habt ja jetzt seit Kataklysm hier ein Blitzschlagschild, was hochstacken kann. Also es kann auf euren Kettenblitzschlag und euren Blitzschlag kann das eine Aufladung geben. Es geht von 3 bis 9. 3 ist das Minimum, 9 ist das Maximum. Und die könnt ihr releasen oder halt freilassen durch euren Erdschock. Und das macht dann ziemlich viel Schaden. Da ist es sehr wichtig, dass ihr die zwischen 7 und 9 freilasst, also mit einem Erdschock. Wenn aber euer Flammenschock noch mindestens 6 Sekunden auf dem Ziel ist, damit er auf gar keinen Fall runter ist und ihr somit keinen Lava-Eruption-Crit bekommen würdet, wenn ihr den machen würdet. Oder halt den Zauber dann nach hinten verschieben müsstet in eurer Reihenfolge. Also das ist dann super wichtig und danach macht ihr halt Blitzschlag auf ein Ziel. Das ist so Grundprioritätenliste, wenn ihr steht. Und wenn ihr dann laufen müsst, was ja eigentlich auch immer passiert, dann macht ihr, sobald ihr losgelaufen seid, erstmal Elemente entfesseln. Das ist der Zauber, wo ihr ein bisschen Schaden macht, weiß ich nicht, 10.000. Und dann macht euer nächster Feuerzauber ein bisschen mehr Damage. 20% oder so ist das, glaube ich. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch, wenn ihr einen Schock bereit habt und euer Flammenschock noch länger als 6 Sekunden ist, einfach mal einen Erdschock machen, auch wenn ihr erst 6 Schildaufladungen habt oder so, weil es auf jeden Fall besser als nichts machen während dem Laufen. Und dann könnt ihr natürlich noch euer Feuertotem einfach mal neu stellen. Also auch wenn es noch 40 Sekunden hält, euer Verbrennungstotem einfach mal stellen. Ja, das ist es so im Großen und Ganzen. Ja, das hört sich ja eigentlich gar nicht so schwer an, oder? Ja, nö. Es ist eigentlich keine Klasse. In WoW finde ich wirklich schwer, aber es kommt halt auf die Feinheiten an, dass man halt, ne, wie man halt... Da kann man einiges an DPS nicht rausholen. Dass man die Übersicht behält. Richtig, dass man halt die Übersicht behält, auch im Bosskampf. Aber, also der Elementarschaman ist auf jeden Fall, denke ich, eine einsteigerfreundliche Klasse jetzt im Vergleich zu, weiß ich nicht, einem Magier, wo man halt, wenn man sein Mana-Zeug nicht richtig managt, dass man ohne Mana dasteht. Das passiert einem halt hier nicht. Okay, ja, dann würde ich direkt mal fragen, was ändert sich denn mit dem nächsten Patch, der vermutlich am Mittwoch, beziehungsweise schon draußen ist, also mit dem 4.1er-Patch? Ja, also es gibt zwei gravierende Änderungen für den Elementarschaman. Und zwar euer Erdbeben, euer Ultimate-Talent, also das finale Talent im Talentbaum, ist ja derzeit noch ein Channel-Spell. Also es bebt, während ihr zaubert. Ist in Ordnung, weil es halt keine Abklingzeit hat und ihr das halt mit verschieben könnt, wenn zum Beispiel kleinere Adds laufen, wie bei Cho'Gall. Andererseits macht es natürlich nicht viel Damage. Und das ändert sich in der Form, dass es einen 10 Sekunden... Cooldown bekommt, also ihr könnt das nur alle 10 Sekunden machen, ist dann ein 2-Sekunden-Zauber und macht 40% weniger Damage, aber macht dann 10 Sekunden lang, bebt das dort, ohne dass ihr es weiter channeln müsst. Das ist in meinen Augen ein Buff. Also man legt das irgendwo hin? Man legt das hin und dann bebt das und macht halt 40% weniger Damage als derzeit, aber man muss es halt nicht mehr channeln. Das ist super, also egal was ihr lest, das ist super. Beispiel bei Cho'Gall müsst ihr natürlich dann ein bisschen mitdenken oder bei Maloriak könnt ihr dann schon mal, wenn ihr genau wisst, wo die Pfützen kommen, legt ihr das dorthin und dann geht's ab. Genau, man muss halt nur wissen, wo man es hinlegt. Ne? Ja, genau. Da müsst ihr euch immer ein bisschen Gedanken zu machen und dann seht ihr ja genau vorher, wo die Ads sterben. Dann wisst ihr genau, dass ihr das da hinlegen könnt. Zweite, noch viel wichtigere Änderung ist, dass die Feuernova nicht mehr aus eurem Feuertotem rauskommt. Also derzeit ist es ja so, dass ihr mit eurem Totem des Feuerelementars oder mit eurem Magma-Totem eine Feuernova machen könnt. Also das Totem macht dann halt eine Nova von sich weg und macht auf alles, was es erreicht, ein bisschen Feuer-Damage. Das ist in Ordnung, sag ich mal. Zum Beispiel als Enhancer ist es okay, weil man steht in Nahkampfreichweite, da wo die Ads spawnen und kann da direkt das stellen und kurz drücken. Als Elementarschamane steht man halt 30 Meter weg vom Boss, müsste erst hinlaufen, 2 Sekunden, müsste das stellen, ist dann noch eine Sekunde, wo man sozusagen verschwendet. Und das lohnt sich einfach nicht, das zu machen. Also ist nicht so toll, Feuernova. Man macht es halt mal, wenn man das Feuerelementar draußen hat und das zufällig in der Nähe der Edge steht. Aber nicht wirklich praktikabel und das ändert sich dahingegen, dass es von eurem Flammschock-Ziel weggeht, die Feuernova. Und das ist wirklich klasse. Also das ist richtig stark.
Zum Beispiel bei Cho'Gall, wenn die Adds da spawnen, einfach schnell auf ein Add Flammenschock und dann direkt Feuernova drücken. Das macht super viel Schaden. Also das ist echt stark. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und sonst gibt es eigentlich gar keine Änderung für den Elementarschaman. Das war's Okay. schon. Ja, reicht ja auch, ne? Richtig, Ja, richtig. Masi sagt erstmal, hat er auch entdeckt, dass du wohl mal bei Anlisch warst, und seine Frage ist, wie würdest du den Elementarschaman im Raid begründen? Also, was ist der Grund, warum man einen Elishami im Raid haben sollte, abgesehen jetzt vielleicht vom auf Range kicken? Also der erste Grund natürlich, der wichtigste ist eigentlich der 10% Zaubermachtsbuff. Es gibt halt, es wurde zwar, viele Buffs wurden halt verallgemeinert, also Melee Haste, also Nahkampf-Angriffstempo-Wertung, können jetzt ganz viele Klassen geben und auch Zaubertempo können ganz viele Klassen geben, aber der 10% Zaubermachtsbuff, der ist immer noch auf zwei Klassen beschränkt, und zwar ist es der Dämonologie Hexenmeister und der Elementarschamane, und da ein Dämonologie Hexenmeister eigentlich eine Verschwendung für die Klasse ist, weil der Hexenmeister einfach mit jeder anderen Spezialisierung super viel Schaden fährt und damit eben gar kein Damage, Abgesehen vielleicht ist von das halt eine AE, Verschwendung. Ja, genau, natürlich. Also bei Maloriak oder bei Sinestra habe ich auch schon gesehen, dass Dex Dämonologie gemacht hat, ist das halt einfach eine Verschwendung, und da ist es einfach super gut, wenn man einen Elementarschaman im Raid hat. Und zusätzlich zum Kick, ne, den darf man halt nicht unterschätzen, weil der Kick 5 Sekunden Cooldown und ich sag mal einfach eine das stimmt. Farian zum Beispiel auf der Plattform. Also, ihr seid jetzt wahrscheinlich im Normal Mode bei einer Farian in der zweiten Phase. Wenn ihr dann alle auf die Plattform geht, da könnt ihr da zum Beispiel alleine kicken als Schamane, und auch im Hard Mode geht das noch alleine, was sonst keine andere Klasse kann, außer der Schamane. Kriegen noch alle alleine auf den Plattformen. Nee, du kriegst Achso, ja im im Hard Mode, 25er kriegst du in geht Phase das. 2, Ah, gut, du kriegst ja okay. auch im 10er den Debuff, wo du dann, also den Nee. Schwächungszauber, wo du dann runter musst von der Plattform, oder Achso, im ja. 10er nicht. Und dann kannst du ja nicht kicken, wenn du da runter musst. Ja, Und als gut. Schamane Okay, ja, hast ich du dann dachte trotzdem jetzt noch eine Range. generell vom Cooldown her geht das auch, also geht das im 10er halt, dass man da alleine kickt. Ja, gut, also vom Cooldown geht es im Andere. 25er auch nur als Schamane. Aber es Ja. geht eher Ja, ich darum, dass meine man halt, das halt, geht ne? auch als andere Klassen, das ist aber anders getuned im 10er, das geht man natürlich nicht davon aus, dass da auf jeder Plattform mehrere Leute stehen, die kicken können. Daher habe ich Ja. das falsch verstanden. Ja, spielst du Arena? Will Joki Ganz wissen? selten. Ganz selten. Ganz, ganz selten, also nicht wirklich. Nur so am Anfang für die Punkte und für die Waffe. Aber, und natürlich mal aus Spaß, aber nicht mehr. Ich habe in WoTLK, habe ich eine Zeit lang ein bisschen Arena gespielt, jetzt auch nicht so super erfolgreich. Also jetzt nicht, dass ich hier ambitioniert gespielt habe, aber ab und an habe ich schon gespielt. Ja, dann haben wir ganz viele Fragen von jemandem, der Freu mich heißt. Die erste Frage verstehe ich nicht, vielleicht kannst du mir helfen. Ja, also meine Fragen sind, wie die Werte mit Gear und ein bis zwei Raid-Items sind, auf Deutsch bitte. Was will er da wissen? Wie Ja, hoch die Werte sind? Weil das. der meint, glaube ich, wie viel Haste, wie viel Tempowertung und Meisterschaftswertung und so weiter man hat, wenn man blaues Gear trägt und vielleicht ein, zwei Ja. epische Teile. Aber das kann ich dir leider gar nicht sagen, weil das ist so Ja, lange wer her. weiß sowas, ne? Richtig. Das ist auch Wenn du nicht es bei meiner nicht Hand. selbst rausfindest, dann schreibst du einfach noch was in die Comments, dann mache ich dir das mit so einem Profilmaker. Dann kann ich dir das machen, wenn du das möchtest. Okay, ja, das war ein sehr nettes Angebot. Ja, Raid Gear hatten wir schon gefragt. Die Prio-Liste auf Deutsch hatten wir im Prinzip schon, ne? Die hast du ja be dich bemüht, auf Deutsch auch zu sagen. Hast du spezielle Makros? Kein bestimmtes, nein. Ich habe jetzt ein Makro, das ist aber nur, weil ich Ingenieur bin. Und zwar mache ich damit meine Handschuhverzauberung nutze ich Ah zusammen ja. mit Lava-Eruption, aber sonst Dass man es braucht auch man nicht keine vergisst. Makros als Elementarschamane. Richtig, richtig, genau. Das geht mir immer so. Deswegen habe ich die jetzt auch irgendwo drauf gebindet, wo ich sie dann einfach automatisch mitmache. Das ist auf jeden Fall besser. Ja, das Ja, was für war. Trinkets nutzt man so als Schaman und was für eine Waffe würdest du vorschlagen? Also die besten Trinkets sind ganz klar der Terralionsspiegel von Valiona und Terralion. Das mit Intelligenz drauf und einem Meisterschaftswertungsbrock. Und noch die Dunkelmondkarte Vulkan, weil die Meisterschaftswertung bzw. Tempowertung hat und einen Intelligenzbrock. Das sind auf jeden Fall die besten. Dann sage ich mal, das drittbeste Trinket ist das von Rat des Aszendentenfürsten, dem dritten Boss in der Bastion des Zwielichts. Da wo man Haste nutzen kann, also man bekommt Zaubermacht, und wenn man das nutzt, bekommt man Tempowertung.
Das ist das drittbeste Trinket. Und was ein sehr interessantes Trinket ist für euch wahrscheinlich, was nämlich jeder einfach bekommen kann, ist das PvP-Zonen-Trinket. Der Strunk der Zeit, wo im deutschen Client Meisterschaftswertung fälschlicherweise angegeben ist als Proc, wo aber Zaubermacht dann proct. Das ist super stark. Also ich lege euch nahe, Dunkelmondkarte und das PvP-Trinket, da seid ihr auf jeden Fall super stark dabei. Da gibt's nichts zu meckern. Okay. Ja, dann wollte er die Caps bei einem Drehneif für Tempo, Int und Wille wissen. Wahrscheinlich sind die ja bei fast jedem Char gleich, ne? Ja, also wirkliche Caps gibt es natürlich nur beim Trefferwert, bei der Trefferwertung, also ja. Wille, wie er meint. Und das ist halt bei der Allianz 1640, glaube ich, wenn du ein Trainer bist, also 1% weniger, 16%. Und Tempowertungscap gibt es nicht wirklich, es gibt sogenannte Sweet Points. Also das sind Punkte, wo man zum Beispiel beim Elementarschaman einen Tick mehr auf seinen Flammenschock bekommt. Das ist jetzt bei Klassen wie einem Hexenmeister interessanter, weil der viel mehr von Dot-Damage profitiert, als es jetzt ein Elementarschamane tut. Aber bei einem Elementarschaman ist halt so ein Speedpoint, sag ich mal, so 1950 Tempowertung. Was aber ziemlich schwer zu erreichen ist. Also man braucht schon wirklich starkes Gear, um daran zu kommen. Ja. Das auf jeden Fall. Dann möchte ich noch wissen, ob du dich noch erinnerst, was du mit deinem blauen Gear zu Anfang in den 5er-Instanzen so... ein bisschen Raid Gear, was du da so für DPS gemacht hast? Ne, ich hab ja erst mit relativ starken Gear dann Ele gemacht, also ich habe so, ja erst stimmt, ja. Verstärker gemacht und dann hatte ich eigentlich schon das dicke Gear halt nebenbei gesammelt, ne, für Heiler und für Elementar und dann habe ich eigentlich nur mit gutem Gear bisher Ele gespielt und nie mit richtig schlechten. Ja. Ja, Erdbeben mit Skillen oder lieber nicht? Erdbeben auf jeden Fall mitskillen, aber nur bei 2 bis 3 Bossen. Beim Rest könnte man es sich sparen. Also mitskillen unbedingt ist bei Cho'Gall und Maloriak. Da ist es Pflicht. Bei Cho'Gall ganz, ganz sicher Pflicht und bei Maloriak könnte man es im Normal Mode weglassen. Es gibt sich nicht viel, aber im Hard Mode unbedingt mitskillen. Mhm. Im Hard Mode ganz wichtig. Und es gibt halt nicht viele Sachen, die man für das Erdbeben sonst mitskillen könnte, wo man was wirklich von hat. Sondern man könnte nur irgendwie ein bisschen Mana kosten und man könnte halt 4% weniger Magie-Damage bekommen. Ist jetzt nicht schlecht, also ist schon gut, aber ist jetzt nicht so schlimm, wenn man es jetzt nicht hat, außer man ist jetzt bei einem richtig guten Hard-Mode. Mhm. Und was dann, wir noch vergessen hatten, ja. Sorry, die Frage, welche Waffe die beste ist, vorher bei dem Trinket. Genau, da nehmt ihr auf jeden Fall die Nefarian-Waffe, die ich jetzt habe, mit Willenskraft und Meisterschaftswertung. Wenn ihr die Waffe braucht, um an euer Trefferwertungscap zu kommen, besser. Oder ihr nehmt die Waffe von Magmaul, dem zweiten Boss im Blackwing, Schwarzfelstiefen Abstieg, keine Ahnung. Pechschwing Abstieg heißt das Ganze. Pechschwing Abstieg, genau. Mit Tempowertung und Meisterschaft drauf. Also die beiden Waffen sind die Waffen, die sich nicht viel geben und die Waffen, die besten sind. Okay, also ja, Shanks hat hier so eine Frage, und zwar bezieht sich das auf die Konkurrenzfähigkeit als Ele-Schamanen gegenüber anderen Range-Klassen, wie zum Beispiel Hexern, Eulen, Shadows. Ich glaube, dass diese Klassen allein durch das Multidotten bei den meisten Encountern einen Vorteil haben, was der Ele-Schaman in der Form nicht tun kann. Was denkst du, wie sieht da die Zukunft aus? Ja, da hat er auf jeden Fall richtig recht, weil ich habe mir das vorher ausgerechnet, weil ich mir die Fragen vorher durchgelesen habe. Und da habe ich gesehen, es sind 10 von 13 Bossen, bei denen man effektiv multidotten kann. Und das ist halt ein enormer Vorteil, den die Klassen haben. Das ist nicht zu schlagen eigentlich. Das Multidotten, sagen wir zum Beispiel bei Terralion und Valiona, wo man permanent auf 2 Ziele seine Dots oben halten kann. Wird, glaube ich, ein bisschen genervt, ne? Mit dem Patch. Ja, es wurde hier Eule und so weiter und ja, wird ein bisschen genervt alles. Und zum Beispiel auch Dark Intent, dunkle, tut mir Absicht. Leid, weiß ich jetzt leider nicht, dunkle Absicht, genau. Vom Hexenmeister wird auch in der Form verschlechtert, dass es nicht mehr 9% Schaden auf regelmäßige Zauber sind, sondern nur noch 3%. Also da wird schon was getan, dass das nicht mehr so stark ist, aber das wird in Zukunft einfach weiterhin so sein. Also bei solchen Bossen hat man einfach überhaupt keine Chance gegen euren Hexenmeister und Shadows. Also es ist wirklich, da muss man sich auch nichts denken dann, da kann man nichts machen. Mhm. Redemption hat so ein paar Sachen, die er als Kritik am Ele-Schamanen hat und wo er jetzt einfach von dir vielleicht auch gerne mal deine Meinung wissen wollte. Und zwar
geht zum einen um das Feuerelementar. Gibt einen guten DPS-Boost, solange es ab ist. Leider rennt es meist einfach nur wild umher, es tickt nicht an einem Target und stirbt im schlimmsten Fall noch. Was wäre deine Meinung? Wäre es nicht einfacher, vielleicht durch eine Petbar das Ganze zu beheben? Oder wie siehst du das? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee von Redemption, dass man da eine Petbar einführt. Weil das Feuerelementar, so wie es ist derzeit, ist einfach sehr glückabhängig. Also wenn man es stellt, geht es erstmal irgendwie in die Nähe, wo es draufschießen kann. Und manchmal stirbt es auch, weil es Aggro zieht. Und also es ist wirklich super schlecht, wie es aktuell ist, weil das Totem, wenn es auf ein Target haut, 7000 DPS macht. Und wenn das direkt wegstirbt, dann sehr schlecht für euren Gesamtschaden in dem Bossfight. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass dort was gemacht wird, sag ich mal, aber ich glaube es nicht. Das wird einfach ignoriert, glaube ich, und wird, glaube ich, nichts gemacht. Ist halt super schlecht. Man muss einfach gucken, dass man für sich selbst gute Punkte findet, wo man stellen kann. Also zum Beispiel bei Valiona ist es mir schon passiert, dass es auf einmal irgendwie den Drachen anvisiert hat, der in der Luft fliegt und dann einfach unter dem im Kreis gelaufen ist und macht dann gar keinen Schaden. Das ist halt super schlecht, einfach. Ist super frustrierend. Stimmt, ja. Aber da kann man leider nichts machen. Dann haben wir ja noch das Seeung-Totem, was er bemängelt. Denn wenn man es vor dem Kampf stellt, also alle vier Totems, muss man es im Kampf noch einmal setzen, denn ansonsten würde es nicht angreifen und man wastet so einen Global Cooldown. Wie siehst du das? Jo, da hat er auch recht. Das ist ganz schön ärgerlich auch. Es kostet halt wieder einen Global Cooldown am Anfang, wo alle Trinkets gebrockt sind. Da ist es doppelt ärgerlich. Ja, aber ich glaube auch, dass das schwer zu beheben ist, weil es ja keine Targets angreift, die nicht im Kampf sind und dann müssen die da irgendwie was rumprogrammieren und ich hab's lieber so, als dass es einfach Ziele angreift, die nicht im Kampf sind, wahllos in 5 Instanzen oder sonst was, weil das wäre noch viel ärgerlicher, finde ich. Das ist so schon ärgerlich, aber besser als, besser als wenn es wild rumschießt. Dann sieht er Probleme damit, wenn man jetzt laufen muss und sich bewegen muss, seine DPS hochzuhalten. Wie siehst du das? Ja klar, also der Elementarschamane ist halt von der Klassenauslegung her keine Klasse, die im Laufen viel Schaden machen kann, weil sie einfach nur Schaden macht durch ihre Zauber, die sie selbst zaubert. Also selbst, sage ich mal, Schattenpriester mit ihren Dots und Hexenmeister und so weiter machen dabei noch Damage, ne? Weil die ticken ja weiter, während man läuft und nichts macht. Und der Elementarschamane ist da sehr anfällig. Und du musst halt gucken, also bei den meisten Bosskämpfen geht es so, dass man mit seinen Cooldowns, also mit Spirit Walker, also mit Gunst des Gestaltwandlers, dem Zauber, wo man während dem Laufen noch zaubern kann, dass man damit relativ gut hinkommt, relativ gut. Sonst musst du einfach, wenn du läufst, wie ich vorhin schon gesagt habe, deine Elemente entfesseln direkt benutzen. Dann kannst du dein Totem noch neu stellen und halt deinen Schock, dein Ein, kannst du noch nutzen. Damit musst du halt ein bisschen auskommen. Du kannst es auch so machen, dass du, wenn du jetzt genau weißt, okay, in 10 Sekunden muss ich 20 Meter weiter sein, dass du auf zwei Etappen läufst, zum Beispiel kurz stehen bleibst und dass du dann sozusagen zweimal einen Schock casten kannst, während du läufst. Dann hast du nicht ganz so einen großen Schadensverlust. Da muss man auf jeden Fall super aufmerksam spielen und halt probieren für sich Wege zu finden, wie man die Situation halt am besten löst mit dem Laufen. Das ist auf jeden Fall super schwer, aber das ist halt das, was auch einen Caster, einen Zauberer ausmacht und den Elementarschaman ganz besonders, dass man damit zurechtkommt. Ja, der Fund hier hat hier irgendwie Dinge zu MMOGA gefragt, die gar nicht hier reingehören eigentlich. Hast du Glück, dass ich die sehe? Ich habe gerade keinen Gutscheincode und wenn du einen Button zu MMOGA suchst, hier sind zwei so Banner, die einfach drücken. Die führen dich direkt mit einem Partnerlink zu MMOGA. Aber danke, dass du sonst immer in den News geguckt hast. Nimm aber einfach die Banner auf der Homepage. So, dann haben wir einen relativ langen Post, beziehungsweise nein, wir haben erstmal was von Ignice, und zwar sagt der, findest du es nicht auch schade, dass Elis im Raid meistens die Aufgabe bekommt, Cast zu kicken, weil er ansonsten einfach durch eine bessere Range-DPS-Klasse ersetzt werden könnte? Also im Progress, wenn du mir die Frage gestellt hättest, hätte ich bestimmt anders geantwortet als jetzt, weil da habe ich wirklich bei jedem Boss irgendwie was gekickt und ist super nervig, wenn man halt den ganzen Raid, weiß ich nicht, am Samstag 7 Stunden lang immer auf die Castbar klotzt und ganz schnell drücken muss und so. Das ist super frustrierend. Aber ich muss einfach sagen, dass der Elementarschamane da halt super gut geeignet ist, weil er halt die meisten Cast-Unterbrechungsaufgaben alleine machen kann und meistens, wenn zwei beteiligt sind, dann immer Abstimmungsfehler sind und
Hier hat der eine gedacht, dass er und so weiter, und dann hat der eine ein Lag und so weiter. Und wenn man das alleine macht, ist das schon für den Raid super dienlich. Natürlich ist es super schlecht für den eigenen Schaden, das ist auf jeden Fall so und das ist auch nervig. Aber finde dich damit ab, da hast du wenigstens eine Bestimmung im Raid und einen wichtigen Platz. Also, das ist ja auch was. Also, ja. Damit muss man, glaube ich, einfach leben. Und es ist einfach so, dass er sehr sinnvoll ist da. Das stimmt, ja. Jetzt habe ich hier gerade von Mucke den Hinweis bekommen, dass ich in der News in der Sidebar das Fragt im Magier-Video noch gar nicht eingebunden habe. Das ist schon lange draußen, ich habe da nur die falsche News verlinkt. Muckel, ich werde mich da während der Aufnahme noch drum kümmern, ja. Wir haben aber jetzt hier von Green Lemon die nächste Frage. Hallo Leeds, schön, dass Venian dich dazu überreden konnte. Man muss sagen, ich habe dich gar nicht überredet, sondern Arion war das, glaube ich, ne? Ach, ich musste nicht überredet werden. Ach so, Das mache ich auch okay. gerne. Das ist schön. Ich habe mir schon des Öfteren Logs angeschaut und sehe jedes Mal wieder, dass Kazumi, ich hoffe, der Name ist dir ein Begriff, edler Schamane von Messert, weit mehr DPS macht als du. Natürlich ist das nicht so wild und ich will auch gar nicht direkt darauf eingehen. Jedoch sieht man auch, auf welche unterschiedliche Stats ihr beide setzt. Du gehst doch immer noch vorwiegend auf Mastery, oder? Kazumi macht das nicht so. Sie nimmt, also ich weiß genau, ob wirklich sie ist, Ist noch näher. ist ein R, okay. Er nimmt vorwiegend eine Mischung aus Haste und Mastery, was mir gefällt. Was meinst du, welche Stats sind für Ela am stärksten? Ich komme bei den meisten Bossen nicht an die Ranks, an einigen schon, jedoch fehlen mir bei den meisten gut 2k DPS. Meinst du, das könnte am Viererbonus liegen? Ist der wirklich so stark? Abschließend noch die Frage aller Fragen. Werden wir endlich so gepusht, dass wir auch so viel Schaden machen wie unsere Caster-Kollegen, wie Shadows, Moonkins etc.? Nebenbei finde ich das Spielen eines Ela-Schamanen nach so langer Zeit schon ein bisschen ermüdend. Wäre doch schön, wenn Blizzard sich da mal was Neues einfallen lassen würde. Ja, vielleicht gehst du da nochmal drauf. Ich fange einfach von Genau. vorne an. Kazumi kenne ich natürlich, ne? Der, ja, man kennt sich halt so ein bisschen, ne? Man schreibt ein bisschen und so weiter. Und als ich mir die Fragen vorher durchgelesen habe, also gestern, habe ich mir dann auch direkt hier Word of Logs geöffnet, Ranking und so weiter. Und es tut mir leid, aber ich kann Kazumi bei keinem Boss vor mir entdecken im Ranking. Also musste das eventuell nochmal überprüfen. Und was ich auch gesehen habe, dass du halt irgendwie ein bisschen noch. Also, du hast mich irgendwie im Arsenal nicht angeguckt, die letzten 2 Monate, glaube ich. Weil, Venian kann mich jetzt direkt mal betrachten, wenn das geht. Und Könnte dann. ich ja. Ja, und dann sieht man, wie viel Meisterschaft ich habe und wie viel Tempowertung. Also, ich habe 16,87% Tempowertung und 17,03% Meisterschaft. Also, das ist, denke ich, sehr ausgewogen und nicht zu viel von irgendeinem davon. Das ist auch die Mischung, die ich euch empfehlen kann, so wie es ich habe. Ist hier leider, glaube ich, gerade den Restogi an, daher wird es nicht. Ach so, ich könnte dich so Nee, ich betrachten, habe meinst du? umgezogen. Im Game, ja. Ah, ja. Ja, genau, in-game. Aber da sieht man doch die Werte nicht, oder? Ach so, oh, na, dann geht's nicht. Aber Okay, sonst dann. nette Idee. Verdammt, dann muss mich. Dann werde ich einfach mal mit dem Elementar hier ausloggen. Irgendwann. Ja, nee, ist ja jetzt nicht so dramatisch, denke ich. Du hast uns ja gerade die Werte schon genannt. Das ist ja Genau. ausreichend. Und die nächste Frage. Ein langer Text. Genau, ob der Viererbonus so stark ist. Ja, der ist super. Also 10% kürzere Zauberzeit auf eurem Blitzschlag. Ihr könnt ja einfach mal gucken, wie viel Damage macht ihr im gesamten Kampf durch euren Blitzschlag. Das sind meistens so 60% und dann könnt ihr einfach mal grob 10% auf die 60% draufrechnen. Also 6% mehr Gesamtschaden bringt euch der Viererbonus bei Einzeltargetkämpfen. Und es ist super stark. Also das solltet ihr unbedingt haben, den Viererbonus. Auch wenn ihr dafür stärkere Items austauschen müsst gegen schwächere, um den zu bekommen. Ja, und dann zum Abschluss, ob du findest, Blizzard sollte generell was an der Spielmechanik ändern. Eigentlich nicht, weil es ist einfach, natürlich wünscht man sich dann solche Sachen wie, oh, ich hätte gerne mehr Dots und könnte da mehr auf 2 Targets Schaden machen. Ich hätte gern, weiß ich nicht, was, irgendeinen starken Death-Style oder so, aber. Das wird es einfach nicht geben, weil das einfach die Klasse komplett über den Haufen werfen würde und alle Klassen ähnlich machen würde. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man ein bisschen mobiler wäre, halt, also im Laufen sozusagen mehr Schaden machen könnte. Weil so wie zum Beispiel jetzt Gunst des Gestaltwandlers, das ist, es hat halt 3 Minuten 2 Minuten Cooldown und hält 15 Sekunden.
Und niemals bleibt man 15 Sekunden lang in Bewegung. Das heißt, ob das 10, 15 oder 5 Sekunden sind, ist eigentlich total egal. Und da wäre das halt cool, wenn sie sozusagen die Abklingzeit auf 1 Minute setzen würden und die Dauer halt nur halbieren. Das wäre super stark zum Beispiel schon mal. Also es würde auch super viel DPS bringen im Kampf. Zu unterschätzen. Ja. Jetzt ein paar lustige Fragen. Und zwar die erste Frage Okay. natürlich, hat Leeds etwas mit Leeds United zu tun? Hast du mir im Vorgespräch schon erzählt? Oh, kannst du mir Nee, mal sagen? hat's leider nicht, muss ich euch enttäuschen. Ja, ich werde immer angeschrieben, aber ich habe einfach nur meinen Namen sozusagen nach einer englischen Stadt ausgesucht vor 2 Jahren oder so. Ich mir gedacht habe, wie nenne ich meinen WoW-Charakter? Dann habe ich einfach Karte England bei Google eingegeben und habe mich Leeds genannt. Ja, wie schaut's dann aus? Great Shock, Arion oder Smasher? Wer ist denn dir sympathischer? Oh, da kann man sich immer viel Probleme einhandeln, Ja. nachdem wir alles drei Officer sind. Aber ich verbringe mit Abstand am meisten Zeit mit Arion und ja, das ist die Antwort. Okay. Also eine zweideutige Kanaja. Antwort. Elementarschaman, geraten immer in Vergessenheit. Ich muss mir öfter anhören, dass die Ele im Vergleich zum Hunter als Beispiel keinen Schaden macht oder dass die Ele null supportet. Ich finde, das ist doch totaler Unfug. Wie siehst du das? Ja, hatten wir im Prinzip schon beantwortet, aber kannst du noch mal kurz eine Lanze brechen? Ja, ich sehe das wie du, das natürlich nicht richtig, weil der Schaden ist in Ordnung. Gut, gegen den Jäger hast du keine Chance im Schaden in der Regel, weil Jäger irgendwie, ich weiß nicht wie, aber die machen einfach zu viel Schaden, sag ich mal. Nein, jetzt nicht, ich möchte jetzt, wenn ihr nicht hier Ich mache sowieso keinen Schaden, ich abhängt, habe ja immer noch nein. keinen Crossbow, weißt du das? Oh, Ja. M10er droppt nichts, ne? Nur Richtig. drei Items auf 8. Zwei. Nein. 2, oh, das ist nicht viel, das stimmt. Richtig. Nee, aber ich meine, du bringst eine 10% Zaubermacht, Buff und zum Beispiel, also jetzt kann man ein paar Beispiele nennen, so wo ich sozusagen sage, dass ich noch wichtig bin, so vom Support her. Sage ich jetzt zum Beispiel bei Farian. Auf jeder Plattform hat man dann einfach eine Resistenz, also du hast deine Naturresistenz mit deinem geklüften Totem, was super viel Schaden rausnimmt. Du hast dein Verlangsamungstotem, also dein Totem, der, ich weiß es nicht, wie es heißt. Also dein Slow-Totem, das kannst du zum Beispiel stellen, wenn der Mind-Control kommt, also die Gedankenübernahme. Das ist aber nur im heroischen Modus so. Also weiß ich nicht, ob das jeder von euch kennt. Da ist es zum Beispiel super wichtig und solche Sachen, da sind einfach die Gimmicks des Schamanen noch gefragt, aber im Grunde, klar, Support und so ist man nicht mehr. Man ist einfach nur noch Schadensmacher, Schadens-Damage-Dealer und nicht mehr so der Supporter, wie es mal war. Das stimmt. Ja, die nächste Frage dreht sich um die Rassen und zwar, welche Rasse von den Racials her wohl die beste ist, Horden- und Allianzseite? Also auf Horde-Seite ist es der Goblin. In den meisten Kämpfen, zum Beispiel bei Chimeron, wäre man als Troll besser beraten, weil man natürlich einfach 5% mehr Schaden macht, weil Chimeron ein Wildtier ist und Trolle gegen Wildtiere 5% mehr Schaden machen. Aber von den Racials alleine ist Goblin das Beste. Und auf Allianz-Seite ist es so, dass auch in den meisten Kämpfen es Draenei ist, weil 1% Trefferwertung besser als 1% kritische Trefferwertung sind. Aber man darf nicht vergessen, die Worgen haben noch ihren Sprint und auch Kämpfe, wo der sehr, sehr brauchbar ist. Ich sag einfach mal, ich glaube, Und bei der den Draenei-Buff ist ja Vestra eh ist der richtig ein gut. weltweiter Buff, oder? Oder Gruppe. Nee, nö. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Oh Gott, ich glaube, das war in WoTLK so. Und das Achso. ist mittlerweile aber nur noch für den Trainer selbst. Aber Aha. das war zu stark für die Allianz. Da waren die Okay. zu hart im Vorteil. Und das wurde geändert. Aber keine Garantie. Aber doch, ich bin mir sicher. Schau das einfach nebenbei nach, während du irgendwelche Fragen beantwortest. Genau. Kein Problem. Genau. Ja, verstärkt die Rassenfähigkeit des Orks auch den Schaden des Feuer- bzw. Erdelementars? Ja, sage ich jetzt erstmal. Und zwar das Ork. Die Ork-Rassenfähigkeit gibt Zaubermacht und euer Feuerelementar profitiert von eurer Glaube, er momentanen meint Zaubermacht. die Patch-Schaden. Ach so, nö, das nicht. Nur, also ist, dann hat das anders gemeint, aber ist doch eine gute Frage, weil euer Feuerelementar von eurer derzeitigen Zaubermacht profitiert und dadurch bufft die Rassenfähigkeit das schon.
Deswegen solltet ihr auch euer Feuerelementar dann stellen, wenn eure Trinkets sozusagen an sind. Also wenn ihr gerade möglichst viel Zaubermacht habt, wenn ihr vielleicht noch so einen vulkanischen Trank gerade drin habt, dann euer Feuerelementar stellen und ihr habt super viel Schaden. Aber Wenn halt es nicht als denn Pet, nicht ja. direkt wegstirbt. Übrigens, die heroische Präsenz hier tatsächlich steht nichts mehr von irgendwelchen Gruppen. No, genau. Ja, so ist es halt. Ja, Grollseier. Mich interessiert eine Frage. Und zwar gibt es das Talent, mit dem man Erdschock alle Ladungen des Blitzschlagschildes bis auf 3 auflöst und die Dauer von Blitzschlagschild erneuert mit Glyphe. Wenn man jetzt allerdings alle 9 Aufladungen hat, Flammenschock aber noch ungefähr 3 Sekunden läuft und die Schockabklingzeit 0 ist, würdest du den Erdschock einsetzen, warten, bis Flammenschock erneuert wurde und dann Erdschock zu setzen oder setze sofort Flammenschock und dann um Erdschock früher einsetzen zu können. Ich komme ja überhaupt nicht mit bei der Geschichte, aber egal. Das wird wahrscheinlich allen Zuhörern gehen. Ich habe mir die Fragen halt vorher durchgelesen und deswegen weiß ich, was er meint. Aber also es ist halt so, dass man das Zauber so handhabt, dass man halt den Flammenschock, also keinen Erdschock benutzt, wenn der Flammenschock unter 6 Sekunden Dauer noch hat. Und in seinem Fall hat der Flammenschock noch 3 Sekunden Dauer, er aber schon 9 Schildstacks. Und das ist entweder sehr unglücklich gelaufen oder er hätte einfach vorher schon den Erdschock machen müssen. Also dann muss er den mit 7 machen, beziehungsweise auch mit 6. Wenn er sonst da in Konflikt gerät mit seinem Flammenschock, weil es ist super schlecht, wenn ihr eben in der Situation seid, wo ihr jetzt, wenn er seine geschilderte Situation, entweder er kann keine Lava-Eruption machen, beziehungsweise erst später, weil er keinen Flammenschock auf dem Ziel hat, oder er hat ja schon 9 Stacks und das stackt sozusagen ins Nichts und die Stacks verpuffen. Und das ist halt eine sehr schlechte Situation. Das ist sozusagen die Worst Case als Ele, der einzige Worst Case. Und den muss man natürlich ein bisschen vermeiden. No. Okay. Ja, Wuseldusel. Ich leite relativ erfolgreich einen 10er-Raid. Momentan sieht es bei unseren Ela-Schamanen-Neuzugängen so aus, dass sie mit unseren anderen DDs nicht mithalten können. Also sie haben irgendwie Shadow, Schurke, Hunter, Mage, Retri. Meine Frage ist nun, ob Ela-Schamis so sehr equip-abhängig sind oder diese Schamanen, die er da aufnimmt, einfach nicht den Schamanen beherrschen. In State of DPS sehe ich die Ele-Schamanen teilweise weit oben in den Ranglisten, zumindest bei statischen Kämpfen. Also was statische Kämpfe angeht, jetzt mal allgemein, ist der Elementarschamane schon super stark, also PvP-Boss. Natürlich ist es nicht unbedingt das, was jetzt ausschlaggebend ist, aber bei statischen Kämpfen ist der Elementarschamane sehr, sehr stark. Und so wie du es beschreibst, würde ich sagen, kommt natürlich auf die Bosse an. Also zum Beispiel bei Multitarget-Bossen, wo dann natürlich der Shadow 2 Targets dotten kann, ist es klar, dass der Elementarschamane hinterherhängt. Aber bei statischen Kämpfen, wenn der hinterherhängt und sein Gear nicht schlechter ist, dann würde ich einfach mal sagen, dass entweder der Schattenpriester extrem stark ist, also überdurchschnittlich gut, oder der Elementarschamane etwas hinterherhängt. Also würde ich am besten mal, weiß ich nicht, ob du es machst, mit World of Logs einfach den Raid mitloggen, also aufnehmen sozusagen, dann kannst du dir das nachher online angucken, wann er genau welchen Zauber benutzt hat. Ob er immer Flammenschock auf seinem Ziel hatte, ob das Totem immer stand. Und da kannst du das dann so ein bisschen analysieren und wenn du da nicht so die Ahnung hast, kannst du auch mir irgendwie in-game schreiben, mittwochs, wo ich online bin beim Raid zum Beispiel und dann kann ich das für dich angucken. Aber mitloggen musst du halt selbst, ne, bei World of Logs. Das kann ich dir auch nicht irgendwie erklären, weil das verstehe ich selbst nicht, wie das geht. Ja, Tobi hat erstmal Grüße an uns gesendet. Und zwar, ich bin Alchi und habe daher im Moment den dazugehörigen Stein als Trinket. Gesockelt bringt er 351 Int und 194 Haste fix. Würdest du den behalten, beziehungsweise gegen welche Trinket würde es sich lohnen, den auszutauschen, falls überhaupt? Dazu habe ich das Tolberat-Trinket für Hit, also generell eine Trinket-Frage. Das hatten wir natürlich gerade schon so ein bisschen, aber vielleicht können wir ja sagen, wo dieser Stein überhaupt steht in der Rangliste. Also der Stein ist nicht, also die Top 4 habe ich ja schon gesagt, das ist dieses Valiona Trinket, die Dunkelmondkarte, danach das Rad des Aszendenten Trinket und danach das PvP-Boss Trinket. Ich sag, auf Platz 6 steht der Stein und davor ist noch das Valiona Trinket im nicht-heroischen Modus. Also solltest du natürlich nach der Rangliste folglich probieren, dir die Dunkelmondkarte zu besorgen und den Stein dadurch wegzumachen, also zu replacen durch die Dunkelmondkarte. Ich nehme an, du hast jetzt auch nicht so den Zugriff auf, sag ich mal, jedes
Raid Trinket direkt und das ist eine super Lösung. Da fährst du super stark mit den Trinkets. Ja, Sydney möchte gerne wissen, wieso du so unsympathisch bist bei den Live-Rates. Finde ich auch interessant, aber ich denke, solche Fragen sollten wir dann lieber per Mail ausdiskutieren. Schreibst du vielleicht dem guten Lizien eine Mail? Ich weiß nicht, ob du da Ich unsympathisch verstehe es auch wirkst. nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja, es gibt immer Leute, die einen nicht mögen, klar. Ja, Also, ohne ich sag Frage. mal so, Mich wenn. mögen auch ganz viele Leute nicht. Ja, mein Gott, wenn man halt ein bisschen, wenn man halt gerne redet, ne? Ja, Dann, das hört man schon. und es Also du sitzt bist gerade halt. jemand schlecht am, und es sitzt gerade jemand schlecht gelaunt am Rechner, weil er gerade, weiß ich nicht, eine 5 bekommen hat in Mathe, dann möchte er das natürlich nicht so gern hören, dass jemand redet und gut gelaunt ist. Und deswegen, mein Gott, Du also, scheinst halt wirklich so ja. dauergut gelaunt zu sein, ne? So richtig. Würde mal interessieren, wie du bist, wenn du schlecht drauf bist, so nach 8 Stunden Cho'Gall Heroic Progress von, ne? Vor ein paar Monaten. Aber egal. Gehen wir auf die Frage von Lennox ein. Der sagt, CS Vanians, CS MacLeads. War das früher mal der Name oder hat das Nein, auch was mit dem nein, Fußballclub zu das tun? ist hier total, das ist hier irgendwie entstanden, weil ich hier im Progress ab Ach und an so. zu McDonald's gegangen bin nach dem Raid. Ah. Nein, ich bin halt, also ich wohne halt allein und ich koche mir so selten was, ungern. Und deswegen bin ich halt nach dem Raid, wenn wir bis 12 geraidet haben, bin ich halt noch zu McDonald's und habe mir irgendwie einen Burger geholt. Und halt auch irgendwie, weiß ich nicht, vor dem Cho'Gall World First habe ich noch gesagt, komm jetzt schnell hier, ich muss noch zu McDonald's, macht gleich zu. Und dann haben wir ihn direkt umgelegt und dadurch ist das ein bisschen entstanden. Und Okay. es wird auch aber gehegt und gepflegt hier, dieser Spitzname, das muss ich auch sagen. Gut, ja. Dann hat er ja ein paar Fragen formuliert. Und zwar schon das Bomben auf dem PTR mal getestet? Nee, muss ich, also ich habe mir berichten lassen, aber ich bin so faul, es ist unglaublich. Ich habe mir noch nicht mal den PTR runtergeladen und Eieiei. gar nicht eingeloggt und nichts gemacht. Und ich werde es erst machen, wenn ich es machen muss wegen Raids. Also da bin ich Also wirklich faul. 4.2. Was Ja, würdest du richtig, also. Ja. sagen, was sollte man ändern am Elish-Schaman jetzt in einem Satz? Die Mobilität steigern durch Verringerung des Cooldowns aufgrund des Gestaltwandlers und der Verringerung der Laufzeit oder Plink dem Elementarschaman geben. Das ist alles. Viele Kommata. Badeschaum. Hey, ihr Süßen, eine Frage. Warum spielst du noch Ele? Hab seit Cutter auf Heal rerollt, da hauptsächlich PvP-Spieler. Im PvE-Bereich höre ich von allen Seiten, dass die Ele-Schamane auch da viel zu unmobil sei. Haben wir es wieder. Und der Schaden auch nicht so top ist. Ja, was denkst du dazu? Ist das also, ich finde vor allen Dingen, dass Rupton ist für einen Zehner ja teilweise echt Gold wert, oder? Bitte, was meinst du, was für ein 10er Gold wert? Sorry. Das Rupton, das Unterbrechen von Ja, auf irgendwelchen jeden Fall, Casts. auf jeden Fall. Also Ele spiele ich, weil Dex sonst weinen würde, weil er sonst Demo spielen müsste. Das schon mal vorweg. Und also wir brauchen einfach den Elementarschaman. Ich habe halt auch eine Twink-Eule, die ich vielleicht im nächsten Progress dann spielen würde, wenn es halt besser ist. Aber ich denke, dass der Elementarschamane bei fast allen Bossen unbedingt nötig ist fürs Rupton, für den Buff und wegen der DPS. Und zu PvP kann ich nur sagen, dass ich mit Arion immer schön Zweier gemacht habe, weil wir dachten, wir haben mal ein bisschen Spaß. Und dann gingen die Arena-Kämpfe immer 40 Minuten und am Ende hat einer von den Gegnern umgelockt und wir haben ausgewürfelt, wer zuerst lief und wer den Sieg bekommt. Also, weiß ich Ah. nicht. Also, ich krieg da nichts tot in der Arena im 2-on-2 mit dem Holy Parler. Weiß ich nicht, Also, ob es an mir liegt. ich höre ja gerade von Bluebeard dem Jäger, dass du quasi der bist, der mit Rainer Langhans in einem Haus wohnt, ja? Ja, der wohnt bei mir, ja. Ja, den hast du da als Untermieter, Der verstehe. Redest du alte öfter mal mit Bruder. dem? Ne, ganz selten, nur ab und zu, wenn ich den halt im Hausgang sehe, aber Ja. der ist ein bisschen verrückt drauf. Also der rennt so, wie der in seinem Dschungelcamp aussieht, so sieht er auch im Hausgang aus. Ja. Von seiner Kleidung und so. Ja, der ist nicht so kommunikativ. Ja, er möchte nämlich wissen von dir, ob du dir wirklich sicher bist, dass der Rainer Langhans keine Ungeziefer mitgebracht hat. Ja. Noch habe ich keinen bei mir in der Wohnung entdeckt. Keine Okay. Kakerlake oder so. Also, ich glaube. Ja, benutzt man den Kettenblitzschlag in der Single-Target-DPS-Rota? Nein, einfach nein. Benutzt man Gibt es? zum Beispiel bei Cho'Gall auf zwei Ziele und ja. Was denkst du sollte, ne, das habe ich schon gesagt, was du am Ele-Schaman ändern sollst. Also, das habe ich hier vorher die Fragen nicht durchgelesen, weil mich der Langhans so interessiert hat. Ich, Ele, möchte mit meinem Kumpel demnächst ein Arena-Team starten und er ist Heal-Palle. Oh, das hatten wir ja gerade. Was denkst du von dieser Kombination? Ja, hast du im Prinzip schon gesagt, ne? Du kriegst halt nichts Kann ich tot dir irgendwie. abraten? Machst du nicht.
Mach Der lieber dumme Kaltriss war Ideen da. oder so, da hast du auf jeden Fall mehr Erfolg und mehr Spaß. Ja, hast du schon erzählt, warum du nicht mehr in Hanse spielst? Möchte nämlich Fehler gut wissen. Ach so, nö, habe ich noch nicht erzählt. Es war einfach so im Progress, also in den Normal Modes habe ich noch Enhancer gespielt, klar, weil ich habe es ja auch ne, in WoTRK gespielt und auf dem PTR war der Enhancer super, hat super Damage gemacht und sprach nichts dagegen und dann waren die ersten Hard Modes da. Hatten wir keinen Resto-Schamanen mehr, dann musste ich immer Heals backen. Bei den ersten, geschätzt, 7 Bossen habe ich dann geheilt. Und dann war einfach das so, dass ich dann immer gesagt habe: Ja, nee, Schurke, nimm du mal das Gear-Teil. Oder nee, Hunter, nimm du mal, weil ihr ja eh mehr Damage macht und so. Und ich eh manchmal heile. Und dann war auch Enhancer so weit hinten im Damage, dass es sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Und dann habe ich halt gesagt: So, komm. Habe ich halt vorgeschlagen, dass ich Elementar mache. Und haben sie gesagt: Also die Office ist besser, richtig. Und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir waren dann zu der Zeit gerade bei Valiona und dem Rat des Aszendenten, so da im Progress. Und wie ihr vielleicht wisst, werden da Range-DPS einfach sehr stark bevorzugt. Also am Anfang war das irgendwie so, dass bei dem Aszendenten Rat diese blaue Pfütze in der letzten Phase so viel Schaden gemacht hat, dass man dann, sobald man da 3, 4, 5 Millis hatte, direkt gestorben ist und da ging auch noch der Kettenblitzschlag in die Millis und wenn man da mehr hatte, ne, ist das exponentiell viel Schaden und das ging einfach nicht. Das ist alles quasi der Grund für deinen Wechsel. Ja, Piu Jo. Piu Laser-Ele, möchte wissen, ob es einen Add-on gibt, ähnlich wie Pally Power, mit dem man weiß, welche Totems man stellen sollte. Nein, kenne ich nicht. Also es gibt halt eine Möglichkeit, dir bei Power Auras das halt hinzuzufügen, dass du siehst, sozusagen, du lässt dir anzeigen, haben wir einen 5% Zauberzeit Aber eigentlich kennt Buff. man den Rate halt irgendwann dann auch aus den Random Rates Richtig, vielleicht, richtig. ne? Ja. Ja, genau, also bei mir, ich weiß, ich stelle jedes Mal dieselben Totems und das passt. Das hat auch nicht vergessen, dass eigentlich eh alles abgedeckt ist. Also es gibt halt außer meinem Feuertotem, könnte ich die anderen auch weglassen, bis auf vielleicht das Rüstungstotem. Das fehlt dann auf einmal bei Sinestra, wenn ich da mit einem Twink dabei bin. Und dann, oh Gott, ja, was ist denn hier los? Aber Okay. sonst ist es relativ egal. Ja, dann kommen wir doch mal zum Abschluss. Gehen wir durch die Encounter mal und du sagst, ob es irgendwelche Tipps gibt, wenn wir direkt mal im Pechschwingen-Abstieg anfangen bei dem Omnotron-Defense-System. Ja, wenn ihr da Feuerelementar nutzen wollt, müsst ihr es direkt am Anfang stellen, weil es wechselt das Ziel nicht mit und es darf auf gar keinen Fall aufs Schild draufschlagen. Das ist schon mal super wichtig. Dann müsst ihr dort noch immer beachten, dass ihr euer Verbrennungstotem direkt immer neu stellt nach einem Zielwechsel, weil es halt auch nicht immer mitwechselt. Und sonst gibt es da eigentlich nicht viel zum Elementarschaman zu sagen, nur dass ihr halt allgemein geht immer in die Pfütze. Also die Arcanotron-Pfütze, es lohnt sich, egal wann zu laufen. Lauft immer hin, sofort. Das ist super wichtig. Maloriak? Gibt es eigentlich Ach, gar nicht. keinen Tipp? Magmor ist zuerst. Lass uns erst zu Magmor kommen. Magmor ist. Also da ist es im Normal Mode, wenn ihr natürlich die kleinen Adds macht, könnt ihr dann natürlich super Erdbeben einsetzen für die Adds. Und im Hard Mode ist es sehr wichtig, dass ihr vielleicht eurem Add-Tank sagt, der soll in der Kopfphase, also der geht ja dann runter mit dem Kopf und bekommt den doppelten Damage. Da eurem Add-Tank sagt, der soll bitte das Add in dem Kopf tanken, dann könnt ihr da Kettenblitzschlag machen und es geht auf die zwei Ziele mit dem 100% mehr Damage. Also das ist halt wichtig. Und sonst gibt es ja eigentlich nicht viel zu sagen. Also ne, wenn da zwei Adds sind oder das Add am Boss steht, macht ihr Kettenblitzschlag und sonst einfach ganz normal Single-Target-Schaden. Ja, dann kommen wir doch jetzt zu Maloria. Maloria gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Im Hard-Mode ist es so, dass ich irgendwie nicht so der Freund von Erdbeben bin in der schwarzen Phase. Also ich mache da meistens mit Kettenblitzschlag und der Glyphe, also dass das halt mehr Ziele trifft. Schaden und fahr damit eigentlich ganz gut. Und in der grünen Phase, wenn ihr sehr viele grüne Adds habt, könnt ihr auch mal ein Erdbeben nutzen, aber auch nur, wenn es gut durchchannelt und sonst nicht. Also ist nicht so toll. Ist allgemein nicht so der Elementarboss. Okay, ja, dann kommen wir doch Weil. zu Atramedes. Auch wahrscheinlich nicht so der Atramedes hier, das. Elementarboss. Doch! Oh. Da sagst du was hier, da bin ich immer Erster im Schaden. Der einzige Boss, ja, das ist mein Partyboss. Warum? Da habt ihr in jeder Flugphase schön eure Gunst des Gestaltwandlers So. bereit und könnt schon die ganze Flugphase weiter drauf schießen. Und dann natürlich noch allgemein der Tipp, das geht jetzt nicht nur an Elementarschamanen, sagt, dass ihr euch bitte hinter dem Boss stellen wollt. Also wir machen zumindest, verteilen uns immer um den Boss rum und an der Seite wird man natürlich dann öfter
sozusagen mitgetroffen von dem Flammenpress oder von dem Flammenatem, dass man da mit ausweichen muss. Und wenn ihr hinten steht, seid ihr in der Regel da nicht so von betroffen und könnt die ganze Zeit durchschießen. Da macht ihr da super viel Schaden. No. Okay, ja, dann Chimeron. Ja, Chimeron ist halt eigentlich, ne, müsst ihr nicht viel beachten, sucht euch eine Position, wo ihr möglichst wenig zusammenlaufen müsst, ja. Möglichst kurz. Und was natürlich wichtig ist, blendet euch den Trefferwertungs-Debuff ein irgendwie, dass ihr den seht und dann probiert dort keine Lava-Eruption zu machen, während ihr den habt. Also hebt die kurz auf, macht einen Blitzschlag, wartet kurz und macht die Lava-Eruption erst, wenn der wieder weg ist. Ist auf jeden Fall wichtig. Jo. Ja, ansonsten haben wir nur noch eine Farian in der Instanz. Und eine Farian, ja, ihr könnt halt super kicken in der zweiten Phase, das ist auf jeden Fall wichtig und auch im Hard-Mode könnt ihr das alleine kicken und das solltet ihr auch machen, also auch wenn ihr da nicht so die Lust habt oder so, blendet euch das gut ein, mit Power-Auras vielleicht, über Fokusziel, dass ihr halt Fokusziel setzt und dann bei Power-Auras, wenn der was zaubert, euren Zauber zaubert, ein dickes Symbol bekommt, dann könnt ihr den auf jeden Fall auch in dem ganzen Trubel und Chaos noch gut kicken. Das ist super wichtig und stellt in der ersten und dritten Phase immer bei dem Gedankenkontrolle euer Slow-Totem. Das ist es schon. Ja, ja, dann gehen wir direkt in den Thron der vier Winde bei der Konklave des Windes. Ihr könnt zum Beispiel, also bei uns ist es oft so, dass wenn man auf Wind, also da heile ich immer bei dem Boss, also aber ich kann es auch aus Elesicht sagen, wenn ihr auf Windplattform seid, zum Beispiel, dass gerade wenn man von der Windplattform zur Frostplattform geht, dort direkt eine Frostfläche liegt. Da könnt ihr zum Beispiel euer Totem der Steinklaue im Flug stellen und das absorbiert dann schon mal 20.000 Schaden. Also da kriegt ihr zum Beispiel da keinen Schaden. Aber sonst gibt es da allgemein nicht zu viel beachten. Und natürlich Kettenblitzschlag nutzen auf die grünen Ads, wenn ihr die macht, auf der Naturplattform. Mhm. Also wir kiten die, aber wenn ihr die macht, Kettenblitzschlag und Abfahrt. Ja, Al-Akir, wie schaut's da aus? Auch nicht viel zu beachten eigentlich. Skillt euren Geisterwolf mit, den habe ich halt eh immer geskillt eigentlich mit dem der Tempo, also Bewegungstempo und euren Geisterwolf, dann seid ihr ja nicht geslowt von den Frostflächen. Das ist super wichtig. Sonst gibt es ja nicht so viel zu sagen. In der letzten Phase solltet ihr halt gucken, dass ihr euren Gunst des Gestaltwandlers gut unterbringt zum Beispiel. Also wir gehen immer einmal von Mitte so bis ganz nach unten, also so immer längere Wege zwischendurch und manchmal nur ein bisschen hoch und runter. Das macht ihr bestimmt ähnlich, dass ihr dann natürlich das dann nur nutzt, wenn ihr gerade den längeren Weg vor euch habt. Da könnt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Und stellt eure Totems am besten in der Mitte, weil dann werden die nicht außer Reichweite sein und werden nicht dann sozusagen gelöscht oder weggemacht. Dann stehen die dauerhaft. Mhm. Und ja, gehen wir doch direkt in die Bastion des Zwielichts. Halfus Würmbrecher. Kann man auch nicht viel sagen, außer dass zum Beispiel, wenn der erste Drache schon tot ist, könnt ihr auch ruhigen Gewissens schon auf Halfus gehen und dann immer schön Kettenblitzschlag machen mit dem Plus-Schaden, den ihr dann ja auf Halfus habt. Der geht auch auf alle weiteren Ziele. Das ist super gut. Ja, Valiona und Terralion. Gibt's eigentlich auch keinen Tipp, außer stellt euer Feuerelementar irgendwie in der Nähe. Also stellt euch direkt neben den Boss, der gerade am Boden ist, und stellt das, dann geht das auf jeden Fall auf den. Und stellt das natürlich nur, wenn gerade ein frischer Boss am Boden ist. Also entweder gleich am Anfang oder wenn gerade der zweite Boss landet. Nicht, dass das, weil wenn das, also wenn der eine Boss abhebt, geht das nicht mehr auf den zweiten Boss. Das bleibt dann auf dem ersten Boss und macht dann nichts mehr. Ja, dann haben wir den von dir schon oft erwähnten Rat der Zwielichtsaszendenten. Ja, da kann man eigentlich nicht so viel rausholen. In der zweiten Phase möglichst mittig natürlich platzieren, dass ihr da immer alles in Range habt und möglichst wenig laufen müsst. Aber spielt da halt Safety First, ne? Nicht, dass ihr da irgendwie blöd sterbt, weil ihr den Debuff nicht bekommt von Luft oder Boden oder die Frostbombe explodieren lasst. Also spielt da wirklich sicher. Ja, und Cho'Gall als vorletzter Boss? Bei Cho'Gall kann man mal schön, wenn die Ads spawnen von den, also ich meine die kleinen Ads, ab dem zweiten kleinen Ad spawn könnt ihr da immer Erdbeben reinmachen, da lohnt es sich. Davor könnt ihr vielleicht ein, zwei Chain Lightnings reinmachen, also Kettenblitzschlag. Ihr nutzt da auch Kettenblitzschlag auf die beiden großen Ads, wenn ihr im Hard Mode spielt. Wenn ihr im Normal Mode spielt, ist das nur eins und dann nutzt ihr dann halt nur eure Single Target Zauber und ja. In der letzten Phase könnt ihr natürlich noch, also wir tanken da so seit unserem First Kill den Boss so ein bisschen betrügermäßig auf dem Thron, dass dann alle Tentakel ineinander spawnen und da kann man dann auch
super Erdbeben reinmachen. Das ist ganz cool. Ja, dann Sinestra, für die Leute, die vielleicht auch bei Sinestra sind. Ja, bei Sinestra gibt es ein paar Elementarschamanen, die gehen immer mit ihren Erdbeben auf die Ads drauf, die ganze Zeit, und machen dadurch natürlich dann super Schaden. Ich mache es nicht und ihr solltet es auch nicht machen und nicht vorschlagen, weil es einfach Klassen gibt, die da sinnvoller sind. Ich sag mal Eulen, Schattenpriester oder selbst Magier. Also ihr seid wirklich ganz hinten vom Sinn darauf zu gehen, und das solltet ihr auf jeden Fall lassen. Und solltet vielleicht probieren, wenn ihr dort im Prokus steht und dort wirklich alles reinsteckt, dass ihr euer Gear möglichst auf Meisterschaftswertung auslegt, weil ihr da in der letzten Phase, wo es eigentlich die Hauptzeit sich abspielt oder die Entscheidung, ob ihr den Boss legt, habt ihr eh genug Tempowertung und Zeit unter einer Sekunde Kettenblitzschlag und Lava-Eruption, von daher solltet ihr möglichst viel Meisterschaftswertung dort haben, Schaden zu machen. Ja, dann sind wir auch schon durch. Im Prinzip, möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwo darauf hinweisen? Ich hoffe, ich habe nicht allzu unsympathisch gewirkt. Also auf mich jetzt nicht. Nein, und wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann schreibt mich ingame an oder schreibt in die Comments hier, kann ich mich ja auch registrieren noch. Und dann kann ich euch da noch was beantworten oder schreibt mir ingame. Auch im Raid, wenn ich halt nicht antworte, ne, ist nicht persönlich, sondern ich sehe es dann irgendwie nicht oder bin gerade im Boss oder so. Das mache ich auch manchmal nicht einfach. Also im Raid ist das halt auch so, da hat man dann einfach wenig Zeit, ne, teilweise. Jo, genau. Ja, und was ich noch also sagen wollte direkt, es wird dann auch hier noch, ich mache auch einen Ele-Guide schriftlich, ja? Wenn ihr noch irgendwie sagt, oh Gott, ich war dieses Wochenende baden und habe jetzt keine Frage gestellt und will aber noch was wissen, da könnt ihr euch auch, also wenn 4.1 live geht, könnt ihr den auch sehen. Endlich mache ich mal was. Endlich und, machst du mal was, ne? Ja, tust was für dein Geld. Ich habe noch keinen gemacht. Also. Richtig. Ja, dann Dankeschön. Den Guide gibt es dann natürlich auf manaflask.com, der Haus- und Hofseite von Vorderhort. Und ja, ich danke dir für deine Zeit. Und ja, danke hier, dass ich das machen konnte. Hat Spaß gemacht. Ja. Mache ich ja. Ich sag nicht gerne wieder, ich komme ja wieder. Genau. Und ja. Genau. Haben wir da eh schon bis was. Bis bald. Ne? Genau. Bis dann, liebe Leute. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen.